schwarzer Peter mit einer Peitsche, um unartige Kinder zu schlagen. Mythen werden traditionell dazu verwendet, Verhalten zu kontrollieren. Zum Beispiel die Geschichte von Moses, der die 10 Gebote bringt. Vergleichst du Moses mit dem Weihnachtsmann? Naja, der Weihnachtsmann wird für fröhlicher gehalten, glaube ich jedenfalls. Okay, wir suchen 223 Herzen. Tut mir leid, dass du nicht mit Parker zusammen sein kannst. Tja, was soll man machen, ne? Ich muss mich einfach damit abfinden. Sie sollte ihn dir nicht wegnehmen, so nicht an Weihnachten, nicht bei den Gefühlen, die er für dich hegt. Oh mein Gott. Er wohnt in einem Spielwarengeschäft. Pass auf die Rentiere auf. Ja, wirklich witzig. Würde das hier super gefallen. Seh dir das an. Lebkuchen, da ist der Zug. Ach, das gibt's ja gar nicht. Du? Ja? Das könnte den Rentiertritt in Pringles Kreuzbein erklären. Das gibt's doch wohl nicht bei uns. Sieh dir das an. Wow, dieser Kerl war ziemlich engagiert. Sollte man erwarten. Hey, Bones. Sieh mal. Hier ist ein Geheimfach. Sieht aus, als wollte der Weihnachtsmann eine Menge Spielzeug kaufen.